Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die Undead Legacy. Mr. Senfbrett ist auch wieder dabei. Hallo Mr. Senfbrett. Moin Leute. So, wir haben Tag 21. Es ist immer noch mitten in der Nacht. Da unten rennt irgendwer rum. Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Wir haben nämlich letzte oder vorletzte Folge den Blueprint für die Schmiede zusammenbekommen. Und konnten das Ding jetzt, oder beziehungsweise können das Ding jetzt tatsächlich auch bauen. 1 Minute 20 müssen wir uns noch gedulden. In der Zeit hauen wir uns hier diese ganzen Baupläne noch rein, die wir bekommen haben. Ich gucke die nicht im Einzelnen an und lese das vor. Wer das nicht weiß und das sich angucken möchte, der soll dann mal kurz auf Pause machen. Ich aktiviere die extra immer ein bisschen langsamer, dass man da auch das vernünftig machen kann. Dann haben wir hier, beziehungsweise der gute Mr. Senfbrett hat 500.000 Kilo Speck mit Eiern gekocht. Das heißt, unsere Essensprobleme dürften jetzt ein für alle Mal erledigt sein. Das Einzige, was mir gerade so auffällt, kann einer von uns hier diese Getränke kochen? Welche Getränke meinst du? Goldrutentee oder wie das Zeug heißt. Ich glaube nicht, aber... Ich glaube, ich kann das. Ich kann das, glaube ich. Roter Tee. Ach nee. Steht da unlearned. Goldrutentee. Also den goldenen kann ich bauen. Haben wir noch goldene Dinger irgendwo? Gute Frage. Guck mal in der Kiste, wo du gerade guckst, ob da was drin ist. Nee, da ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Hier auch nicht. Okay, dann haben wir offensichtlich keinen goldenen. Gut, dann ist das eben so. So, die Schmiede hat es fast geschafft. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, dann wollen wir mal sehen, wie das ganze Ding hier aussieht. Da ist es. Wo stelle ich sie denn mal hin? Hier irgendwie so vielleicht. So ins Eck. Hier hinter der Tonne. Da stelle ich sie hin. Hinter der Tonne. So, wir können reinpacken. Ein Blasebalg und hier irgendwie so ein Förmchen. Brennmaterial und herstellen können wir, so wie es aussieht, nur Ziegel, Glas und Zement. Okay. Verschiedene Ziegel. Copper, Lead, Iron. Ah, ich glaube, die haben die richtigen Erze wieder eingeführt. Wäre nicht verkehrt. Aber wie füllt man denn die Sachen hier rein? Quest Output. Das ist Brennmaterial. Und Output. Ich finde hier jetzt gerade nichts, wo ich die Sachen reinpacken kann, damit man das craftet, also einschmelzen kann. Haben wir ein bisschen Holz hier und irgendwas zum Einschmelzen bestimmt, ne? Ja, zum Einschmelzen kannst du ja alles an Holz nehmen. Und Holz habe ich gerade im Metall, die Wooden Planks. Brauchst du auch richtiges Holz, oder? Das Holz ist erstmal wurscht. Ich brauche irgendein Metall, was ich einschmelzen kann. Haben wir irgendwelches Ohr? Oder haben wir nur Scrap? Metall. Ich glaube nur Scrap. Ich habe ja Scrap Kupfer. Ich habe einiges zum Einschmelzen, aber richtige Erze. Okay, dann pack das Zeug doch mal in der Kiste, bitte, dass ich das haben kann. Ist in der Kiste. Ich habe nichts rausgenommen. In welcher denn? In der rechten Pappschachtel zum Beispiel. Was haben wir denn hier? Eine Waterpump. Da ist Holz. Und wo... Ach, guck mal, Brennholz gibt's auch. Kohle. Aber wo ist jetzt das Metall? Da ist dieses Scrap Copper. Das meine ich jetzt. Und auch dieses komische Ein-Teil-Wasserpumpe ist das, glaube ich. Die kann man auch einschmelzen. Nee, die brauchen wir nachher für irgendwas. Zum Autos reparieren brauchen wir. Die habe ich gesehen. Sollten wir auf gar keinen Fall einschmelzen. Nee, also wir müssten irgendwo ganz stinknormales mit Scrap Metal oder wie das heißt haben. Das suche ich. Haben wir so viel also von. Also wir haben ganz normal Eisen, 389 Stück. Ja, das würde mir auch schon reichen. Wo ist das? Das ist in der verstärkten Truhe. Da, das habe ich gesucht, genau. Perfekt. So, dann lass uns mal hier schnell in die Kiste hier rein. Also, ich würde jetzt hier mal so ein Firewood nehmen. Das gibt uns exakt eine Minute. Und hier so ein Ding. Brennt gar nicht. Okay, wir müssen also scheinbar immer alles in Feuerholz umwandeln, damit das überhaupt funktioniert. So, und jetzt könnte ich hier Iron Ingots machen. Iron Ingot Mold erforderlich. Zement kann ich tatsächlich machen.
Ah, okay, das scheint noch so zu sein wie früher. Also du brauchst das Material nicht einschmelzen, er nimmt es einfach aus deinem Inventar heraus. Ah, okay. Okay, jetzt ist die große Frage, wo kriegen wir dieses Mold-Ding her? Können wir das irgendwo basteln? Aber wir haben ja keine andere Werkbank jetzt hier. Können wir den Sägetisch vielleicht zusammengebaut kriegen? Den Carpenter Swimmer zusammenkriegen. Ich kann die Sachen auf den Boden schmeißen. Ich brauche den Tisch, also ich brauche Sticks und Resin. Ja, hier. War das Dix oder die? Ich meinte die. Nee, das war schon richtig. Ja, es passt. Alles gut. So, und den Tier 2er kriegen wir den vielleicht auch schon hin. Eine Säge habe ich schon gesehen, Nägel habe ich gesehen. Wooden Planks. Und dann brauchen Die wir haben den auch in der Küche. Einertisch. Ja, dann lass Kurze uns. Zwischenfrage. Wo kriegen wir ein Benchweiß her? Hast du das schon gesehen? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden, Sir. So ein Benchweiß, so eine Klammer für den Tisch quasi, die brauchen wir für die Werkbank. Das ist das Einzige, was uns für eine Werkbank fehlt. Du meinst so ein Schraubstock. Genau. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Aber ich habe es nur gesehen, dass wir es brauchen. Ich habe nicht gesehen, wo wir es herkriegen. Schade. Dummerweise. So, das sind die Planken. Nägel wollte ich gerne noch. Nägel haben wir auch irgendwo. Da sind Nägel ohne Ende. So, guck mal, das haben wir. Und eine Säge. Irgendwo habe ich auch eine Säge gesehen. Wo vermag die Säge sein? So, dann baue ich jetzt erstmal den ersten. Ich brauche noch mal mehr von diesen Branches. Haben wir da noch was? Nein, das müssten alle gewesen sein. Hier, ich habe zwei Seen gefunden. Da lege ich dir hin. Ich brauche aber trotzdem noch Branches. Wie können wir denn Branches herstellen? Branches, die holst du aus Bäumen raus. Ich hole mal kurz welche. Ist schon. Ach, ist ja schon Tag. Guck Yep. mal, habe ich gar nicht mitgekriegt. So, was läuft hier jetzt in der Schmiede? Ja, ich hätte jetzt das Zeug hier auch noch zum Einschmelzen. Das bringt uns aber nichts, weil wir ja hier nicht klarkommen, ne? Wir haben diese Mulde nicht. Und da weiß ich auch immer noch nicht, wo wir die herstellen können. Ich guck mal gerade nochmal. Hier sieht es nicht so aus. Sieht nicht so aus, als würden wir die bauen können, einfach so. Wie viele Branches brauchst du denn? Du stellst Fragen. Sekunde bitte. Sechs. Sechs. Okay, ich habe schon 12. Oh Mist, meine Eisenaxt geht dann auch flöten, wenn ich das jetzt gebaut habe. Aber ist egal, dann haben wir einen Carpenter's Table Tier 2. Der braucht 10% weniger Ressourcen, ist 15 mal schneller. Klingt gut. 15% schneller, nicht 15 mal schneller. So, und dann würde ich als nächstes tatsächlich noch die Workbench bauen wollen. Aber da fehlt uns ja dieses Benchweiß für. Guck mal, ob du aus dem Carpenters Table bauen kannst. Was, dass ich was, ob ich was bauen kann? Das Benchweiß im Carpenters Table. Ja, wenn ich den gleich aufgestellt habe, kann ich das mal machen. Warte mal, der Artisanentisch und der Ballistiktisch. Kannst du die bauen? Nee, aber die sehe ich hier, dass es die gibt. Da steht leider auch nicht bei, was man dafür braucht. Eine Blacksmith Forge. So, Branches liegen hinter dir. Herrlich. So, dann bauen wir jetzt mal hier den Carpenter's Table Tier 1. Der braucht nochmal 40 Sekunden. Und wenn der durch ist, können wir direkt den Tier 2 rausbauen. Das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Ich bin echt gespannt. So, dann schmeißen wir das schon mal wieder rüber. Das brauchen wir nämlich nicht. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wir werden jetzt eine Melee-Horde-Base bauen. Ja, und dafür brauchen wir im Prinzip alle Blöcke, die wir haben. Hier im Bereich, ja, ich würde sagen, wir versuchen erstmal mit Cobblestone. Ja. Ne. Oh, nö. Was fehlt? Ach, nee, ich will nicht drüber reden. Ich möchte nicht drüber reden, was ich gerade angestellt habe. Hast du mal wieder irgendwas gescrappt, was du essen wolltest? Nee, ich habe einfach nur einen falschen Knopf gedrückt. Ist ja fast dasselbe.
Stell dir mal vor, du hättest den Knopf gedrückt, der besagt, dass alles, was in der Kiste drin ist, nun in deinem Inventar ist. Oh, das klingt super. Habe ich jetzt die 10 Bretter weggepackt oder habe ich keine mehr? Ist doch nicht wahr. Wo kriegen wir denn diese Bretter her? Welche? Diese normalen Bretter. Holzbretter, Wood Planks. Ach, nee, ich Idiot. Schon gut, ich habe sie einfach nur weggepackt. Alles gut. Ich habe sie schon wieder gefunden. So, eine Minute dauert es. In der Zeit kann ich jetzt mein Inventar hier schnell wieder aufräumen. Ich mache das jetzt einfach ganz willkürlich hier. Ohne irgendwie drauf zu achten, was ich eigentlich mache. Jetzt bin ich auch für ein Depp, dass ich die ganze Kiste einfach hochhebe. Jetzt habe ich noch Seile. Kriege ich die noch irgendwo untergebracht? Ach hier, guck mal. Reichlich Platz. So. Wie lange braucht denn unser guter Tisch noch? Noch 30 Sekunden. Dann bin ich ja mal gespannt. Lass uns mal kurz einmal, wobei da jetzt gucken, wie das Wetter ist, finde ich auch irgendwie doof. Was ist eigentlich hier hinter? Ist das hier so ein... Ach, jetzt habe ich weder eine Spitzhacke noch eine Schaufel. Kann das denn so richtig sein? Eine Spitzhacke habe ich tatsächlich. Aber die musste repariert werden. So, mein Lieber. Tier 2... Sonst was Tisch. Ei, der Daus, warum bist denn du so groß? Und warum liegt hier nur eine Matratze auf dem Boden eigentlich? Hat das einen speziellen Grund? Eigentlich müssten unsere beide da liegen. Oder hast du keine platziert? Also das, was hier liegt, dürfte mein Schlafsack sein. Okay, ich schau gleich mal. Also ich hatte gesehen, dass einer hier irgendwo in der Kiste drin war. Ja, wir müssten 3 insgesamt haben, also 2 müssten eigentlich liegen. Tun noch mal leider nicht. Die lagen doch sogar nebeneinander, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ach nee, schon gut, alles klar. Der andere liegt auf der anderen Seite. Ah. Ah, Schlafsack gehört Mr. Senfbrett. Alles klar, jetzt habe ich es richtig gemacht. So, dann schmeißen wir den jetzt weg und jetzt gucke ich noch mal schnell. Ich mache hier schon wieder total den Quatsch den ganzen Tag. So, also, wir wollten auf jeden Fall mal gucken, wie wir Feuerholz herstellen. Das können wir schon mal machen. Feuerholz. Wooden Bars können wir herstellen, das ist auch schon mal gut. Und auch die Planken können wir herstellen, das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Kurze Frage, wolltest du jetzt hier Essen machen skillen oder soll ich das skillen? Ich habe mich jetzt einen Punkt. Skill du mal. So, also wir können hier schon allerhand machen. Aber ich sehe hier tatsächlich nichts, was uns so wirklich, wirklich weiterbringen würde. Aber die Dinger können wir schon mal bauen. Das ist gut. Ach, da brauchen wir diese Brass Hinges für. Da waren sie nicht. Dann waren die hier. Fuse. Das kann ich schon mal nehmen. Das können wir verarbeiten. Wo haben wir denn diese Brass Hinges jetzt wieder hingepackt? Ich muss dich leider enttäuschen. Es gibt kein Skill mehr von Chefkoch. Also muss man jetzt alles mit Skills finden. Und nicht mit Skills, mit Büchern. Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Aber ich glaube, ich habe... Okay, Bretter und Nägel, das sollte gehen. Nägel, Bretter. Ach, guck mal, jetzt können wir hier nämlich auch gesicherte... also Schilder bauen, Türen bauen, Holzblöcke bauen, Holzklappen bauen, Holzrahmenblöcke... Gesicherte Aufbewahrungstruhe können wir jetzt bauen. Also hier geht jetzt doch schon einiges tatsächlich. Jetzt wäre natürlich noch die große Frage, wie bauen wir denn jetzt zum Beispiel sowas wie ein Plane Block? Deine Leisten, Nachladentaste für einen Eintrag. Sticks, Stofffetzen, das wird einfach nur ein Stoffblock sein. Ich habe ehrlich gesagt null Ahnung, wie wir hier irgendwie... Oder muss man jetzt hier tatsächlich immer mit Holzblöcken anfangen? Man kann jetzt direkt Verstärkte bauen und die dann nachher aufwerten. Brauchen wir 12 Nägel. Komm, ich mach da jetzt mal. Oh cool, einen kann ich bauen. Hm? Oh, doch so viele. Ist ja fast jo, dabei. Ach so, das liegt daran, weil ich keine Bretter habe. Ich bring grad noch welche.
So, und dann können wir hier noch mehr bauen. Oh, das wird ja hier spektakulär jetzt alles. Boah, das dauert ja alles eine halbe Ewigkeit. So, komm, wir gehen jetzt mal einen kleinen Ausflug machen. Wir gucken jetzt mal erstmal, wo wir überhaupt hinwollen, wo wir unsere Base überhaupt hinbauen wollen und so. Wir können jetzt hier nicht, wir hocken hier schon seit einer Viertelstunde einfach nur in der Bude rum. Das will sich doch keiner angucken. Lass uns mal was tun, was irgendwie mit Spannung zu tun haben könnte. Zum Beispiel drüber nachdenken, wo wir unsere MIDI-Fallen-Base überhaupt hinbauen wollen. Ja, das wäre eine Maßnahme. So, erstmal kriegt Mr. Anzug hier mal einen auf den Nuss. Das hat gut geklappt. Du solltest mal meine Gruppenanfrage annehmen, dann weiß ich, wo du bist. Ah ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Hammer. Oder wollen wir, genau, lass uns hier mal gegenüber gerade das eine Gebäude klar machen. Das ist das mit diesem dicken Wildschwein drin. Klingt gut. Und hier gibt es übrigens, nee, gibt es nicht. Ich habe jetzt gedacht, hier gibt es Goldruten. Doch, nee, doch, da, Goldruten. Dann können wir Goldruten-Tee machen. Ja, wollen wir das mal machen? Dann müssen wir, glaube ich, hinten durch den Keller rein. Was hat denn da durchgeguckt? Lol, hier ist ein Hühnchen drin gefangen. Auf der Veranda. Das fange ich uns jetzt. Achtung! Keine Ausdauer. Aber ist nicht schlimm, das Hühnchen rennt nicht weg. Fleisch. Ja, da haben wir genug von tatsächlich. Ja. Ach, jetzt verschwindet das wieder nicht. So. Lass mal hier hinten schnell durch. Ich glaube hier irgendwie, also wenn du dir den Zwinger hier anguckst, das ist glaube ich das Zuhause von dem eigentlichen Wildschwein. Und ich glaube, dass das Wildschwein ausgebrochen ist, die Anwohner aufgefressen hat und das Haus übernommen hat. Kennst du diesen Film? Ich glaube, das ist so ein Trickfilm. Da übernehmen die Schweine auch die Herrschaft über den Bauernhof. Nee, kann ich nicht, muss ich mir mal angucken. Okay, dann lass uns mal hier einfach vorsichtig in den Keller hüpfen. Du kennst dich hier ja gut aus. Tue ich das? Hier ist das Wildschwein im Zwinger. Ja, das ist das Babywildschwein. Ich glaube, das Zeug brauchen wir irgendwie. Bestimmt. Können wir Hast du es das? angelockt? Warte. So. Das Problem ist, wenn wir jetzt die Klappe aufmachen, ne? Kommt das dann da Ja, durch? wahrscheinlich. Aber ich kann direkt in einen Hammerschlag gehen. So kann ich leider nichts tun. Oder es kommt einfach nicht durch. Weil es. Nee, es kommt gar nicht durch. Ist ja völlig verrückt. Boah, wie viel hält denn das aus? Ich habe dem jetzt schon etliche Pfeile in den Kopf geballert, ne? Ah, da ist es platt. Ja, dann machen wir weiter, da das Loch auf. Danke. Ich krieg weder die Pfeile noch. Ah, doch, jetzt. Will den einen Pfeil noch haben, bevor du das Schwein schlachtest, aber ich komme nicht dran. Hast du gerade dem Schwein einfach den Kopf abgeschlagen? Da ist mein Pfeil. Ja, habe ich. Unglaublich. Soll ich dir mal ein cooles Geheimnis verraten? Ich glaube, hier stehen überall so Schweinchen rum. Klingt gut. Also Essen kriegen wir hier genug. Oh, warte mal, da habe ich gerade was gefunden. Hier im Bauplan für einen Schockstab. Zack. Willst du den auch haben? Aber sicher doch. Frage mich, warte mal, kann ich nicht einfach. Oh, wir kriegen Gesellschaft, glaube ich. Rezepte. Ah, in Artisans Table können wir übrigens die Steinplattenblöcke bauen. Okay. Da brauchen wir auch wieder ein Rezept für, damit das funktioniert. Was ist das? Da ist eine Tasche im Käfig. Cool. Ach, ich glaube, ich weiß, was das hier mal sein sollte. Eine Metzgerei. Oh, Für ist ja doch was. Wildschweine.
Eine Wildschweinmetzgerei. Oh, jetzt wo ich das sage. Ja, du kümmerst dich ja schon drum. Welches denn? Hier ist auch noch eins für dich. Da komme ich nicht dran, das steht ja wieder im Käfig. Wolltest du nicht eigentlich einstellen, dass man eine Prozentzahl an den Dingern sieht? Ach so, ja, das stellt aber jeder für sich ein. Ich glaube, ich habe es eingestellt und ich sehe es leider nicht. Oh. Aber wenn ich das für mich einstelle, da kommt ein Zombie von hinten. Achtung. User Interface. Immer diese... Hide Toolbelt, das will ich gar nicht weghaben. Das nervt mich voll. Und das will ich auch nicht weghaben. Das muss permanent an sein. Speedometer, Step Numbers, yes. Block HP Numbers, yes. Target HP, ja. Day in Time, Toolbelt Tipps, ja. Ich glaube, das finde ich gut. Lass uns mal sehen. Ja, 2,5K, das machen wir nicht. Wir gehen hoch. Du gehst hoch, bitte. Ah, jetzt habe ich mein Toolbelt, glaube ich, komplett deaktiviert, dass ich das sehe. Oh, da steht ein Schweinchen. Ja, richtig. Deswegen das ist ja direkt aggro. Ja, yeah, deswegen bin ich ja gerade einfach weggerannt, weil das war mir jetzt, das war mir zu krass. Die anderen waren ja, die standen einfach nur rum. Die wurden erst aggro, wenn man sie angeschlagen hat. Hä, bin ich jetzt doof? Wo ist denn das Ding? Show Level Toolbelt. Buff, yes. Hide. Auto Hide Toolbelt. Ich will das nicht versteckt haben. Ich will, dass das einfach weg ist. Aber dann ist mein Toolbelt weg. Das ist ja voll doof. Okay. Mein Toolbelt ist weg. Schlecht. Toll. Ich habe es kaputt gemacht. Einen Versuch noch, liebe Leute. Ja, das ist doch totaler Käse jetzt hier. Vielleicht sollte ich das Show Level Above Toolbelt anwenden. Jetzt verpassen wir hier schon wieder die ganze Action. Ich loote mal. Ist da gar nichts. Nö, ein Zombie, der kommt gerade zu dir. Zu mir? Bevor er dich angreift, habe ich ihn jetzt mal getötet. Ist aber nett. Und da steht noch ein Wildschwein. Oh, ich habe noch ein schönes Rezept gefunden. Hast du mir eigentlich unten jetzt das Rezept hingelegt oder machen wir es zu Hause? Ich mache das irgendwann mal. Okay. Ah, guck mal, da liegt auch was hier in der Kiste drin. Aber ich komme da nicht dran. Müssen wir das jetzt echt aufschlagen dafür? Ach, guck mal, man kann da... Aha, ah, guck mal. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe noch ein... Einfacher. Ich habe da noch was hingelegt für dich. Ich habe das Gefühl, ich schlachte nur noch Wildschweine hier. Ich bin überladen von Fleisch. Ich finde die Bude toll. Wir kriegen so viele... Essensprobleme haben wir nicht mehr. Wir kriegen so viele Pflastersteine rein, das finde ich übrigens auch sehr toll. Ich habe ein Problem, mein Messer ist kaputt und ich habe keine Reparaturkits dabei. Das kannst du das Schwein mal zu Ende machen? Warum darf ich nicht? Geht das? Kann man echt nicht? Das ist ja frech. Okay, halt. So machen wir. Weil du kannst auch mit der Axt anscheinend, aber es gibt wahrscheinlich weniger. Ich habe gar keine Axt. Nee, ich habe eine. Ich mache es jetzt einfach mit der Axt, die Wildschweine. So. Du läufst einfach an der Spinne vorbei hier. Nö, die Spinne ist einfach an mir vorbeigelaufen. Auch gut. Ich loote einfach fleißig. Wir brauchen so viel Zeugs. Oh, warte mal, jetzt ist meine Toolbar da. Vielleicht kriege ich das ja jetzt tatsächlich hier hin.
dass ich das disable und die bleibt dann einfach. Hat nicht funktioniert. Mist. Kann wohl nicht wahr sein. Muss ich das jetzt so machen? Und das nächste Mal, wenn die dann da ist, dann nochmal ganz schnell Optionen, Video anwenden. So, und jetzt haust du bitte einfach nicht mehr ab. Habt ihr gesehen, wie man es machen muss, Leute. Genau so, dann funktioniert das. Nein, also nochmal kurz erklärt, also man muss das Toolbelt-Ding, das muss sichtbar sein, wenn man das abstellt, weil sonst taucht das nie wieder auf. Wo bist denn du jetzt, Senfbrett? Lässt du mich jetzt... Oben. Da ist ja nichts mehr unten. Ganz oben? Ja, ganz oben. Also du bist schon außen übers Dach irgendwie und so und... Nee, du kommst im Haus hoch. Du musst einfach die Tür gehen, dann kommst du in so einen Raum in der Treppe. Hier, ich bin genau hier. Ja. Okay, du läufst weiter hoch, ja? Ja, hier sind 3 Wildschweine noch. 3. 3. Ist ja zu wenig. Nee, alles gut. Ist es schon wieder Nacht? Haben wir die Tagzeiten nicht... Ach nee, die Tagzeiten haben wir gar nicht geändert, ne? Nee, noch nicht. Ladida. Oh oh. Was mir einfällt, an Tag 21, also der jetzt angefangen hat, kommt die Horde. Vielleicht? Oder kommt sie? Vielleicht. Also regulär wird sie kommen, aber wir haben ja erst an Tag 16, glaube ich, umgestellt. Dann hätten wir noch Zeit. Ich habe hier voll coole Sachen gefunden. So ein Maisfeld, ein Haufen Zombies. Bist du hier auch irgendwo? Ich bin immer noch in der Hallo Etage, Jungs, hier bin ich. Ich muss mal weg. Das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd hier. Hallo, Mr. Senfbrett. Kannst du mir mal helfen? Ja? Ich brauche Unterstützung, Sir. Ich werde von einer... Wenn ich dich finde? Ich werde von... Ich bin einfach da über die Käfige weitergelaufen und dann durchs Fenster raus in den Raum mit dem ganzen Zement. Und ich werde hier von einer korpulenten Frau und ihren beiden Freunden gejagt. Oh oh. Hilfe. Oh nein, lass mich durch. Kümmer du dich bitte auch mal um die korpulente Frau. Die macht mir Angst. Was mir gerade mal auffällt, ich glaube, man kann Heuball nicht mehr aufheben. Habe ich auch so den Eindruck gehabt gerade. Da ist die korpulente Frau. So, schau mal. Und dann haben wir hier ganz viel Beton, aber meine Schaufel ist putt. Ich mach das. Das Problem ist, ich kann mich wahrscheinlich gleich nicht mehr bewegen. Das ist doch nicht so schlimm. Die ganzen Maispflanzen hier sind alle tot. Und... Oh oh. Ich habe schon wieder eine Frau und ihren Freund gefunden. Dass hier immer zu zweit hier sein müsste. Das ist schon ein bisschen verrückt. Da ist einer hinter der Tür. Soll ich den mal rauslassen? Komm mal her. Fock. 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 Guck mal, ich kann das auch ohne dich. Ich komme hier ganz alleine gut klar. Guck mal. Hammer, 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 Hammer. Hier ist nichts drin. Was haben wir hier? Ach,
Da unten gibt es ja auch noch eine Treppe. Wo bist du jetzt hoch oder runter? Ich habe einen super Maiskolben jetzt gefunden, tatsächlich. Ich habe die immer gesucht, ich habe die noch nie gefunden. Oh oh. Hallo. Ich werde gerade von zwei hochinteressanten Cheerleadern vernascht. Komm schon, ich brauche Ausdauer. Nein! Oh nein, sie ist kaputt. Da muss ich dich leider mit einem Messer abstechen. Das tut mir leid. Meine ganzen Sachen gehen alle einfach immer kaputt. Das haben wir auch. Guck mal, jetzt haben wir hier fast die ganze Nacht dieses Häuschen hier durchgelootet. Ich glaube, ich habe den Weg in den Keller gefunden. Ich kann irgendwie gar nichts mehr aufheben. Ja, da unten ist der Keller. Huch! Wie viele Cheerleader habt ihr denn hier versteckt bei den Wildschweinen? Und warum stirbst du denn nicht, bitte? Danke, danke. Ich verlauf mich hier voll, glaube ich. Hier ist noch voll viel Zement. Hier ist noch voll viel alles, irgendwie. Darf ich dir was abgeben? Dann bin ich vielleicht nicht mehr ganz so überladen. Oh, ja. Ja, jetzt übertreib mal nicht. Jetzt bin ich nur noch leicht überladen. Ich bin immer noch überladen. Ich nicht. So, mein Lieber, hier geht's runter in den Keller. Ich habe den Weg gefunden. Hier müssen wir hin. Und hier gibt's noch mehr von dem Supermais-Scheiß, glaube ich. Ein zerstörter Zementmesser. Und hier geht's noch tiefer. Ist ja ein Riesenhaus. Oh oh. Was hast du gefunden? Ich habe was gefunden. Das erinnert mich so ein bisschen an so einen Horrorfilm. Ich glaube, hier hat ein Kannibale gewohnt. Und hier ist alles voller Zement. Oha, und jetzt gibt es hier noch eine Höhle oder was? Da gibt es Knochen. Kommt da gleich ein Bär raus? Da breche ich doch bestimmt ein. Das Spiel kennen wir doch schon. Da ist ein Rucksack, der soll mich anlocken und dann falle ich da durch den Boden. Das wusste ich. Man hat es sogar von oben gehört. Das wusste ich, dass das passiert. Und wo wäre ich dann gelandet? Auf einer Matratze? Ja, wenigstens weich. Ja. Da musst du runterhüpfen. Da gibt es nämlich das Endloot. Aber vorher gucken wir uns hier nochmal ganz in Ruhe diese Kannibalenhöhle an. Ach du Heiliger. Ja, genau. Das meinte ich mit Kannibalenhöhle. Hier unter ist noch eine Kiste, eine Munitionskiste. Guck mal. Jo, sehe ich. Mach ich. Geh du mal da hinten durch den Tunnel und spring mal da runter auf die Matratze. Und wenn du das überlebst, dann komme ich auch. Oh, verdammt, was ist das? Okay, ich habe Angst. Was ist denn da? Es greift mich noch nicht an, aber hier ist wahrscheinlich der Besitzer des Swingers draußen. Ein Boss-Schwein. Soll ich es töten oder kommst du mir zu Hilfe? Sekunde. Ich mache gerade die Waffen scharf. Ja, ich bin auch schon auf dem Kopf drauf mit der Pistole. Ah, hallo Grace. Das ist Grace? Das ist Grace, ja. Aber es gibt tatsächlich eine Frage. Wie kommen wir denn aus der Nummer hier eigentlich wieder raus? Gibt es hier einen Ausgang? Ah, hier kann man sich durchschlagen. Okay, wie nah dürfen wir an Grace ran? Okay. Animal Boss Grace. Oh, ich bin... Boah, guck mal mein Leben an. Das Ding hat mich mit zwei Hits fast getötet. Nimm mal dein Messer bitte, weil meins ist ja kaputt. Und meine Axt leider auch. Ja, mega nice. Dann such mal den Hauptloot und den Ausgang. Ging's da nicht weiter bei der Grace? Nein.
Aber mega gemacht, oder? Was meinst du? Definitiv. Gab es die im normalen Spiel schon? Nee, ne? Ja, gab es. Ja. Ich gebe an dieser Stelle zu, ich habe sie, ich wusste, dass das passiert. Ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass die in so einem Loch drin steckt. Ich dachte, die wäre einfach irgendwo oben auf dem Dachboden, aber war sie nicht. Sie war doch im Loch. Hauptdude, yay. Warum bin ich so langsam? Ach, weil ich überladen bin, vielleicht. Habe ich Stereos dabei? Ne, ich habe nur Vitamine dabei. Verflucht. Welche Oh, sehr cool. liegen vor mir? Stereos benutzen. Machst du mir hier alles schön auf? Sehr cool. Aber ja doch. Noch eine Eisenschaufel, sehr gut, weil meine ist jetzt schon kaputt gegangen. Was haben Ja, wir hier? brauche ich auch bei Two Bits. Ich habe einen Eine Schlafsack. Den nehme ich natürlich mit. Bratpfanne. Ein paar Stiefels. Ich glaube, das war's, ne? Jo. So, pass auf, ich habe hier so ein paar coole Sachen für dich. Uno. Duo. Ich könnte auch mal fix was essen. Und ja, dann hätte ich hier noch ein Eisenbrustpanzer. Physical Resistance 7, 8. Yo, den möchte ich haben. Verändern. Da muss ich jetzt hier den dicken Rucksack rausnehmen. Dann bin ich jetzt wahrscheinlich mega überladen gleich. Und dann machen wir das so. Und ich gehe wieder auf Verändern. Haue den da rein. Auf Abschließen und auf Tragen. So, das gefällt mir. Die Lederstiefel. Ich finde es schade, dass er hier tatsächlich keine Vergleiche zeigt. Das wäre cool, wenn er das auch noch machen würde. Super Maiskolben. Keine Ahnung, was der bringt, aber wir haben ihn. Gut, dann lass uns mal raus hier, wa? Oh. Okay. Ach, ich erinnere mich. Ich wusste doch. Da hatte ich nämlich letztes Mal schon drin gestanden. Wir werden jetzt in diesem Zwinger von der Grace auftauchen. Tada! Also fürs nächste Mal, wenn wir nochmal so eine Hütte sehen, dann können wir einfach hier durch den Zwinger und dann sind wir schon da und so. Okay, darauf, wenn man es kennt, geht's. Aber sonst muss man erstmal drauf Ja, kommen. ich wusste, dass es irgendwie so war. Das habe ich mir letztes Mal schon gesagt. Nächstes Mal mache ich das so. Und ich hatte aber irgendwie im Hinterkopf, dass man ein Heuballen oder sowas hochhebt und dann war da ein Loch drunter. Aber war nett so. So, dann lass uns mal schnell ausladen gehen. Es ist auch noch super früh morgens. Dann könnten wir gleich nochmal so eine schöne Tour zum Händler und so machen. Wobei ich sehe gerade, wir haben schon die mega Überlänge. Jo, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause, räumen unsere Taschen aus und holen euch dann für die nächste Folge gleich wieder dazu. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss. Morgen, tschö.